alles. Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Mafia 1. So, es gab wieder einen kleinen Zeitsprung. Die Zeiten der Prohibition sind vorbei. Alkohol ist nicht mehr illegal. Und dem Don geht's ganz gut. Hat wieder ganz gut Geld gemacht. Aber er hat Hunger. Er möchte jetzt zu Pepes Restaurant gefahren werden. Aber mal gucken, wie die Geschichte hier weitergeht von Mafia. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Der Don hat hier mal wieder die beste Karre. Wir müssen ihn fahren, weil Carlo ist krank. Also los geht's. Wie läuft das Geschäft, Tom? Bestens. Sie wissen, wie es läuft. Gut. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischen funkt. Aha. Wir haben jetzt mit besseren Leuten zu tun. Und mir gefällt das mit den großen Tieren, die auf der Schmierliste stehen. Alles ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich habe Pläne. Viele gute Leute, die mitmischen wollen. Gut zu hören. Wer plant denn hier die Strecke, ey? Warum fahren wir hier so quer durch den komischen Seitengassen, ey? Chinatown! Also, er hat also viele Politiker neu ranbekommen und schmiert die, um Vorteile daraus herauszuziehen. Aber Morello ja genauso, was wir jetzt hier aus dem Polizeigespräch erfahren haben. Ist bestimmt schön, von Pauli und seinen verrückten Ideen mal weg zu sein. Oh ja. Die Unterhaltung ist besser, Boss. Stimmt. Natürlich. Aber ich, Sam und Pauli, wir sind ganz eng. Wir haben schon viel zusammen durchgemacht. Kann ich mir vorstellen. Und oftmals ist Pauli schuld, dass das alles ein bisschen aus dem Ruder läuft. Wir fahren hier also wieder in die schöne Gegend oder raus aufs Land. Wo ist denn Pepes Restaurant? Ganz schön weit. Aber das Auto hier, das fährt sich ganz okay. Es ist natürlich sehr lang, muss man aufpassen. Oh, wir nehmen einen anderen Weg natürlich heute. Wir fahren jetzt hier lang. Ich hätte da eben schon rechts abgebogen, aber da habe ich mir das Auto noch angeguckt. Eine Seitenstraße mehr oder weniger ist ja dann auch nicht so wild. Weg da, der Truck hier. Die Beladung war hinten noch nicht mal richtig befestigt. Viel zu gefährlich. Oh, da steht ein Kissen. Die ganze Woche. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Ah. Oh, mehr Wein. Hey, mehr Wein. Beeilung. Still. Sie werden den Wein lieben, ist dann. Aha. Don Salieri. Willkommen, mein Freund. Willkommen. Schön, dich zu sehen, Pepe. Hey, los. Unser Gast ist da. Was gibt's denn heute Feines? Meine Mutter, sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponlada probieren. Ausgezeichnet. Bravo. Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich bitte. Carbonara ist nice. Würde ich auch nehmen. Und zum Essen einen Chianti. Extra für Sie reserviert. Oh, bene, bene, bene. Okay. Er muss noch fahren. Ich freue mich, dass du trocken bist. Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Ich weiß. Gute Frau. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Trinker werden nachlässig. Ja. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Ah, für Sie? Ah, Pepe. Das Essen ist köstlich wie immer. Oh, molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Gourmet wie Ihnen ist eine große Freude. Wenn du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Oh-oh. Morellos, Leute. Oh, die sind bewaffnet? Runter! Verdammt, schade um den Wein.
Hey, Salieri! Komm raus, dann machen wir es schnell! Räucher sie aus, Joe. Nein, Joe. Scheiße, Deckung! Okay. Schade um den Wein, sagt er, weißt du? Hier waren noch unschuldige Zivilisten mit drin. Wir gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Sie werden diesen Schweinen auflauern. Aber schießen kann er noch. Ich lenk sie ab, du schleichst dich raus und überraschst sie von vorn. Wirklich, Boss? Mach sie fertig, Tommy. Von denen geht keiner mehr heim. Okay, Boss. Zieh den Kopf ein. Tom, mach einfach schnell, ja? Ja, ja. Oh Mann. Keine gute Situation. Wo ist denn hier hinten der Raum? Da, wo der Koch ist, okay? Weg da. Dankeschön. Ja, Don, ich gehe ja schon. Oh, oh. Ich kenne mich doch hier nicht aus in dem Dings. Oh, eine Zeitschrift. Warte mal, ich kann hier die Waffe mitnehmen. So, besser. Nachladen. Oh, hier ist Munitionskiste. Nice. Lebenspunkte voll machen. Okay. Muss ich da lang? Nö. Hier lang. Ah! Scheiße! Schießen von oben! Er muss nachladen! Knallt ihn ab! Was ist das für eine blöde Seitengasse? Scheiße! Wo geht's denn hier durch? Ja, von da oben zu schießen. Ah, hier ist die Gasse. Angelo kommt durch die Gasse! Oh oh. Bei mir! Deckung! Ja! Glück gehabt. Kommt er da rausgestürmt? Ich glaube, ich kann auch da vorne gleich eine Granate hier auf die Autos schmeißen. Vielleicht hilft das schon mal. Oh toll. Ja, super Granate, ey, vom Dach abgeprallt. Die haben noch mehr Autos geschickt hier, ne? Okay, einer ist ausgeschaltet nur. Nehmen wir den da. Okay. Der Wagen vom Don sieht aber auch nicht mehr gut aus. Das könnte vielleicht meine Granate gewesen sein. Warum habe ich jetzt nicht unser Fluchtauto zerschossen? Der wäre eigentlich voll gut gewesen, voll schnell. Oh ja, na, den kannst du knicken. Hier ist alles kaputt. Attackiere die Angreifer. Jetzt muss ich den noch hinten an der Gasse ausschalten. Na, ätzend. Der oben steht, ne? Okay. Schnappen wir uns nochmal. Der ist jetzt auf der Seite. Hallo? Da ist er. So. Lord Salieri! Boss! Alles sauber! Hoffentlich hat das da drin auch geschafft, dass er nicht angeschossen wurde. Sieht gut aus. Du hast echt Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Luft holen kannst du im Auto. Ich fahre sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Okay. Und hat auf krank gemacht. Er hat sie verraten. Uns, Tom. Du hättest auch darauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo Hallo? Mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Sicher, dass es von Carlo kommt? Der Fahrer? Gib Gas, Tom. Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Wir sollten mal gucken, ob der Don jetzt hier das nicht... Das muss Carlo gewesen sein, oder? Keine Seine Ahnung. Alter und Morello waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob bei seiner Beerdigung geheult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Okay. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, dass es passiert ist. Ein Maulwurf weniger. Und endlich kommen wir an Morello ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an.
Ich glaube, Pauli würde das auch gefallen, da jetzt so. Nimmt einen Karl auf, gibt ihm einen Platz in der Familie und zollt ihm Respekt. Und dann zahlt er es einem so heim? Wenn er es war, wo hat er uns noch verpfiffen? Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein. Könnte. Muss aber nicht. Mein Gott, jemand hat uns jahrelang bei Morello verpfiffen und wir kommen erst drauf, als der Typ versucht, mich kalt zu machen? Das ist jetzt wahrscheinlich die Sache, die der Polizist angesprochen hat. Hast du je gesehen, wie ich jemanden verprügelt habe, Tom? Passiert nicht oft, aber das wird was Besonderes. Dass der Polizist da ja erfahren hat, dass ein Politiker von beiden Seiten bestochen wurde, um die gegeneinander auszuspielen, dass der das war und Carlo jetzt wahrscheinlich unschuldig war, das gar nicht getan hat. Dass alles dieser Politiker war. Deswegen hat Tommy ja auch bei dem Gespräch gesagt, da im Lokal beim Intermezzo, jetzt wird mir einiges klar. Mhm. Aha, interessante Gespräche. Boss, warum lassen Sie mich nicht vor? Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom, mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Oh, er ist richtig krank. Verdammter, mieser Penner! Verschwinde, lieber Kleiner. Ich mach dich fertig, Carlo. Der weiß gar nicht, was los ist. Alles okay, Boss? Ja, hol kurz Luft. Bin etwas außer Atem. Yeah. Junge, verdammt ist der schnell! Knapp in dir! Er läuft jetzt wahrscheinlich nur, weil er Angst hat. Aber es hat noch keiner was gesagt, was überhaupt los ist. Der hat noch keine Ahnung von allem. Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Carlo! Sprinte doch mal schneller, ey. Hopp. Sie bringen dich um! Hoch! Ach ja, Dreieck ist ja hoch. Wir sind nicht fertig mit dir! Tommy, bitte! Ich kann's erklären! Okay, weiß er doch was? Denk drüber nach, Tom! Bitte! Ich hätte echt gedacht, es ist... Ich kann's erklären! Vielleicht anders läuft. Tommy, hör mir zu! Morello, er wollte meine Mutter töten. Ich musste es tun. Okay. Ich wurde gezwungen, Tommy. Bitte. Er wurde gezwungen, aber er hat es trotzdem getan. Lebt er noch? Also war er doch schuldig. Bin nicht sicher. Au. Jetzt wissen wir es. Alles klar. Wenn der Don sein Mittagessen nicht bekommt, ist er ganz schön ungemütlich. Hey, Sancho, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte. Ist das Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs, hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört. Der Kerl hat einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh. Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken! Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten!
Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey! Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello. Okay, Carlo war also doch wirklich sein Spitzel. Aber er hat ihn dazu gezwungen, weil er sonst seine Mutter erschossen hätte. Naja. Jetzt eskaliert der Krieg zwischen den Familien richtig. Das war das Mittagessen des Dons. Ging nicht gut aus. Okay. Ich glaube, jetzt wäre es richtig ungemütlich, oder? Für beide Seiten vielleicht wahrscheinlich. Verluste. Noch mehr Leichen, die den Weg pflastern in dieser Stadt. Mal gucken. Happy Birthday 1935. Wer hat denn jetzt Geburtstag? Wir stehen am Anfang von was Großem. Echt? Am Anfang vom neuen Kapitel, ja. Triff dich mit Salieri in Obergeschoss. Nicht Pauli, nicht sonst wen. Den Don. Das gibt Krieg. Ich bin bereit. Hoffentlich. Der Krieg läuft schon, ja. Jetzt sind hier auch alle permanent immer bewaffnet hier vor der Bar oder auch im Hinterhof. Auf alles vorbereitet. Aber dass hier Tommy keinen Alkohol mehr trinkt, dass er jetzt trocken ist, weil Sarah ihn sonst verlassen hätte, das sind so alles so Story-Elemente, die man kaum mitbekommt. Einfach nur so ja, nebenbei im Gespräch, ne? Na gut, gehen wir mal rein, hey, zum Don. Du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Danke, Luigi. Ich weiß. Und am Ende wird kaum noch jemand überbleiben, glaube ich. Hab noch keinen Ärger gehabt. Auch hier, ey. Guck mal, die haben hier alles extra noch verbarrikadiert. Weil sie genau wissen, die Bar ist ein großes Ziel. Überall Waffen, alles zu. Der richtige Barbetrieb ist eingestellt worden. Alles vernagelt, ey. Na? Der Don hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja. War unschön. Oh ja. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Tja. Der Don hatte auch Blut am Schuh. Okay, hier ist nichts drin. Hätte ja sein können, dass hier vielleicht noch was liegt. Ich kann wieder nicht sprinten. So, wo ist denn hier eigentlich die Treppe in diesem Haus? Oder in dieser Bar? Hier hinten, ne? Ich hoffe, du bleibst anständig. Ich will rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir kümmern uns erst um unsere Leute. Die hat schon wieder schlechte Laune, der Don. Die Zeitung hier kann ich auch nicht mitnehmen. Sonst gibt es ja immer in den Nebenräumen immer noch ein bisschen was aufzuheben. Hier ist was, in dem Zimmer hier. Da hinten. Da ist ein roter Punkt. Egal. Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkende Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinny hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay, ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber er ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen.
Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Gilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Pauli sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Gilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Da können wir nur hoffen, dass die Waffe dann wirklich auch da ist. An den Docks, also im Schiff drin. Okay. Klingt nicht nach einem schönen Plan. Begib dich zu den Docks, ja. So, da bin ich wieder hinten. Da rein und hier wieder raus. Supi. Aber warte, ich muss jetzt aber nach vorne. Begib dich zu den Docks. Oder darf ich fahren? Warte, ich gucke mal auf die Karte. Die Markierungen sind jetzt schon die Docks. Okay. Ist ja nicht so weit. Hier Little Italy raus, hier unten und dann dahin. Kann ich hier irgendeinen Wagen nehmen? Oder aus der Garage, ne? Warte mal, der ist kacke. Der hier, der müsste gut sein. Der hier ist auch wieder zu langsam. Ja, nicht so eine große Karre nehmen. Können wir mit ihm quatschen hier eigentlich mit Ralph? Ja. Vinny hat gesagt, ich soll in der Bar bleiben, zur Sicherheit. Oh ja. Wenn wir dich verlieren, ist glaube ich nicht so gesund. Muss auch noch ein neues Auto für den Don klauen lassen. Er will nur das Beste. Tja, er hat ja ein gutes Auto, aber das ist explodiert. Ich sag's nur dir, aber ich vermisse Carlo. Er hat mich gut behandelt. Und sein Auto sogar noch besser. Lass das mal nicht in Don hören. Der ist nicht gut, auf Carlo zu sprechen zurzeit. Oder immer noch. Er hat sich sehr, sehr, sehr von ihm betrogen gefühlt. Okay, Leute. Wir werden hier die blaue Karre nehmen. Und dann fahren wir zu den Docks. Ja, mal gucken, wie das läuft. Geburtstagsparty von Gilotti. Und hoffen wir, dass die Waffe dann da auch auf dem Klo angebracht wurde von dem Bootsmann. Das wird bestimmt auch wieder eine unschöne Mission werden. Am Ende. Ja, es muss auf jeden Fall jemand sterben. Und es wird nicht bei Gilotti bleiben. Also, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge hier bei Mafia Krieg. Ciao, ciao.